Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem brandneuen Gameplay zu Forza Motorsport 7 auf der Xbox One. Und zwar auf der normalen Xbox One, weil die Xbox One X, die kommt erst noch raus. Und ich bin hier gerade auf einem Klassikerkurs unterwegs, einem Klassikerkurs der Serie, nämlich Maple Valley. Und ich fahre hier gerade in der Fast and Furious Klasse, einfach deswegen, es gibt ein Bonuspack an Autos eben zum Fast and Furious Streifen, zu dem aktuellen. Und jetzt fahren hier nur entsprechende Autos mit. Ich bin aktuell in einem, Moment, muss ich schnell umschalten, einem schönen AMG Mercedes unterwegs. Und er fährt sich echt schön. Und hat einen schönen Sound. Und er fährt sich auch gut. Ich fahre hier mit manueller Steuerung. Ich weiß gar nicht, warum jetzt die anderen Wagen hier teilweise so unglaublich langsam fahren. Gut, ich glaube, ich habe sie ja nur auf Durchschnitt eingestellt. Also in den Standardeinstellungen sind die wie gewohnt relativ easy in den Griff zu kriegen. So, jetzt muss ich wieder mal umschalten. Gut, im Griff hat man eigentlich auch das Fahrmodell oder das Fahrverhalten. Vor allen Dingen am Anfang, es sind extrem viele... Oh, so viel dazu, dass man es schnell im Griff hat. Vor allem am Anfang sind sehr viele Fahrhilfen angeschaltet und man kann sich das nach und nach dann abschalten und kriegt in der Karriere, dazu komme ich auch noch gleich, in der Karriere dann entsprechend Boni für abgeschaltete Fahrhilfen oder schwierigere Gegner und so weiter. So eigentlich wie immer. Ich habe sowieso den Eindruck, bei Forza Motorsport 7 ist extrem viel wie im Vorgänger, wie im sechsten Teil. Also mir kommt so viel bekannt vor. Die Wettbewerbsarten und die Karrierestruktur ist ähnlich. Die Strecken kommen mir sehr viele bekannt vor. Grafik ist natürlich wieder hammergut. Und es fährt sich auch schön, ja. Und ich muss mich ein bisschen hier eingewöhnen, deswegen, weil ich habe es jetzt bisher immer mit Controller gespielt. Womit es sehr, sehr gut funktioniert. Aber jetzt aktuell, ich spiele es gerade mit einem Rennlenkrad, mit einem Force Feedback Lenkrad. Und zwar dem Fanatec P1 Wheel, das eben jetzt auch passend zu Forza rausgekommen ist. Und da muss ich mich ein bisschen eingewöhnen, aber das Geile ist, man kann es extrem gut den Wagen auch abfangen. Und es macht echt Spaß zu fahren. Schauen wir einfach mal kurz ins Menü rein. Das hier ist das Hauptmenü, das eben vor allen Dingen natürlich den Forza Drivers Cup hat. Das ist die Karriere. Da schauen wir mal kurz rein. In der Karriere gibt es insgesamt 6 Rennklassen, die man nach und nach erfahren muss, sozusagen. Und wenn man genug Punkte hat, beziehungsweise entsprechenden Spielerrang, kann man die nächste Stufe vollführen. Und in jeder Rennklasse gibt es verschiedenste Serien, eben vom Kompaktwagen über Renntrucks, das ist neu, die muss ich noch auch noch zeigen, zu klassischen Wagen. Formel E ist auch mit am Start, auch Rallye-Wagen sind dabei und natürlich auch Rennwagen oder auch Supersportwagen beispielsweise. Schauen wir mal kurz zu den Strecken. So, bei den Renneinstellungen. An den Strecken kann man eigentlich wenig meckern. Es ist viel da, eigentlich alles, was man so will. Auch die Nordschleife, viele neue Kurse, viele Fantasiestrecken. Aber auch eben klassische Strecken, die man eben schon kennt. Und eigentlich alles, ja, was man so will. Auch die Top Gear Strecke ist wieder mit dabei, interessanterweise. Virginia Raceway ist auch dabei, auch ein ziemlich fieser Kurs. Watkins Glen auch sehr schön und oder auch Dubai beispielsweise. Auch ein sehr schöner Kurs ist unter anderem Rio. Da fahren wir doch gleich mal. Gehen auf Rundstreckenrennen und da können wir... Ah, in dem Fall gibt es nur Tagrennen. Es ist so, die Rennstrecken sind zu bestimmten Bedingungen befahrbar. Also manchmal gibt es hier Tag, zwischendurch gibt es auch Nacht oder Abend oder es gibt auch Regen. In dem Fall gibt es jetzt nur Tag, aber wir machen das jetzt einfach mal.
und wir nehmen noch ein anderes Auto. Mein Fuhrpark ist jetzt noch nicht so groß, aber... Ups, ne, falsch. Und was wollte ich? Hier wollte ich ja. So, genau. Aber es sind schon ein paar, zumindest ein paar nette Wagen mit dabei. Eben Audi, BMW. Die üblichen Hersteller sind auch mit an Bord. Also eigentlich die man so sich so vorstellt auch. Auch Stretch Limos, auch sehr komisch. Muscle Cars natürlich, auch sehr schön. Ein sehr komischer Ford Escort Rallye-Wagen, auch sehr eigenartig, okay. Auch sehr geil, natürlich klassische Formel 1 Wagen, extrem geil, weil da bin ich ein großer Fan davon. Damit werde ich hoffentlich auch noch eine Runde fahren. Aber jetzt glaube ich, denke ich, ich irgendwie habe mich jetzt der BMW irgendwie angemacht. Jetzt fahren wir mal mit dem einfach mal eine Runde und schauen mal kurz nach Rio. Die Ladezeiten sind teilweise extrem lang. Also ich habe das Gefühl, manche Strecke, die lädt eine halbe Minute oder länger sogar. Und das auf der Standard-Xbox mit der Standard-Festplatte. Keine Ahnung, es ist manchmal so, manchmal so. Bevor wir jetzt das Rennen starten, noch ein kurzes Wort zu den Mods. Mods gab es ja schon im letzten Teil und die sind jetzt auch wieder dabei. Das heißt, man kann in drei Slots aussuchen, ob man irgendeinen Bonus haben will im Rennen. Beispielsweise eben mehr Credits, in dem Fall hier zum Beispiel 30% Credits mehr oder 40 oder mehr Erfahrungspunkte. Eben für bestimmte Dinge, beispielsweise wenn man hier jetzt nur mit Bremslinie fährt, dass man eben 30% mehr Credits kriegt oder dass man nur in Cockpit fährt und dann kriegt man 20% mehr Credits. Das ist zumindest nettes Bonussystem, das euch zumindest auch in der, vor allen Dingen in der Karriere sehr, sehr schnell voranbringen kann. Allerdings, die Teile sind nicht permanent, das heißt, die verbrauchen sich mit der Zeit. Manche sind nur einmal einsetzbar, manche sind vielleicht zwei, dreimal einsetzbar oder vier, fünfmal, glaube ich. Ups. Uiuiui. Schön, dass ich den BMW vorher noch gar nicht gefahren habe, aber jetzt hier auf der Strecke. Ich muss sagen, bisher, man sieht es auch hier, die KI hat teilweise ganz schöne Aussetzer. Hier beispielsweise die Jungs fast stehen geblieben, ohne ersichtlichen Grund. Und was sie auch machen, das sieht man hier, sie drängen gerne. Sie drängen gerne auch von hinten, werden hier ganz schnell mal weggeschoben. Das ist echt nervig. Das heißt, ihr solltet eigentlich möglichst schnell an den Gegnern vorbei oder darauf gefasst sein, dass ihr weggeholzt werdet. Ups, also. Die Rückspulfunktion unten ist eingeblendet, ist auch wieder am Start. Die zeige ich jetzt nicht. Ich bin kein Freund vom Rückspulen, weil das ist so... Wenn man sich darauf verlässt, dann fährt man eigentlich sowieso wie ein totaler Rowdy, weil man weiß, man kann das Ganze wieder rückgängig machen. Grafisch hier Rio zum Beispiel sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen diese Stadtkurse sind natürlich optisch deutlich schöner als jetzt die normalen Rennstrecken, die man sonst so drin hat. Was aber auch normal ist, weil die normalen Rennstrecken, die echten, die sind auch in der Realität einfach optisch ja, ein bisschen langweiliger einfach als das jetzt hier beispielsweise. Die Stadtkulisse ist ja auch schön hinten mit dem landenden Flugzeug. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar Fahrhilfen abgeschaltet, aber ich habe, glaube ich, noch sowas wie Traktionskontrolle drin. Die Wagen verhalten sich sehr, sehr, teilweise sehr, sehr gutmütig und brauchen eigentlich wenig Einarbeitung. Also wie gesagt, das sind jetzt auch meine allerersten Runden mit diesem BMW und eigentlich läuft das eigentlich ganz gut. Das Klicken, was ihr übrigens hört, das ist meine Gangschaltung am Lenkrad. Hier haben wir es übrigens auch wieder, das ist aber das große Ding. Hier fährt mir einer hinten rein und er fährt immer noch in mich rein. Ja, und jetzt schiebt er mich in die Bande rein. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also das ist mit einer extrem schlechten KI. Wirklich, ich bin da echt enttäuscht davon. Gut, jetzt fahre ich mal ein bisschen rein.
Ich habe sogar das Gefühl, die sind noch dümmer als die Gegner in Gran Turismo. Und das will das heißen eigentlich. Und vor allen Dingen ist es teilweise schwierig, weil man, ich glaube, hier hat man jetzt so insgesamt 23 Gegner am Start. Ups. Okay, man kann natürlich auch verschiedene Telemetriedaten sich einblenden lassen. Das ist sehr schön. Das gab es auch im Vorgänger schon. Ui. Okay. So, okay, jetzt bin ich wieder auf normalen Display. Das Ganze ist über Steuerkreuz, Steuerwahl. Das habe ich jetzt auch gerade so richtig nochmal mitbekommen. Aber es stimmt, das war im Vorgänger auch schon so. Auch wieder die Ideallinie lässt sich eben komplett einblenden oder nur teilweise, eben nur die Bremszonen oder eben komplett ausblenden, wenn man die Strecke kennt. Vor allen Dingen macht das Sinn. Das Spiel ist ziemlich, eigentlich gut einsteigerfreundlich, weil am Anfang gibt es Lenkassistenten und Bremsassistenten, die einem das Ganze, die einem viel Arbeit abnehmen und wo man eigentlich fast nur lenken muss. Und das Ganze spielt sich ziemlich arcadig dann. Aber man muss sehr, sehr viel Zeug abschalten, damit man, ja, damit das Ganze ein bisschen mehr in Richtung Simulation geht. Es ist allerdings nie so krass simulationslastig wie ein Project Cars, das jetzt auch erst kürzlich herausgekommen ist. Bei Project Cars habt ihr viel mehr Arbeit hinterm Lenkrad. Und das Auto fällt sich einfach unverzeihlicher. Hier habe ich das Gefühl, hier kann ich den Wagen immer abfangen irgendwie. Allerdings, das war jetzt in den Vorgängern auch schon so. Also es muss jetzt auch nicht schlecht sein unbedingt, aber wenn ihr da anspruchsvoller seid, dann seid ihr mit Project Cars wahrscheinlich besser bedient. Nachdem ich jetzt ein bisschen rumgemeckert habe, dass mir das ein bisschen vielleicht so einfach erscheint, habe ich jetzt mal ein bisschen was Schwierigeres genommen. Nämlich zum einen mal einen alten F1-Wagen, der eigentlich null Grip hat. Und ich bin auf dem Virginia International Raceway, der sehr eng ist. Und der ist auf Regen eingestellt. Das heißt, man kann im Spiel bestimmte Wetter, also eigentlich nicht, man kann eigentlich nur einstellen, ob es manchmal auf manche Strecken, dass es regnen soll. Aber aktuell regnet es nicht, das heißt, das ist genau vorbestimmt, wann was für ein Wetter kommt. Das heißt, ich fahre jetzt hier ein bisschen bei schönem Wetter noch. Und es wird nachher vorbestimmt, dass dann Regen kommt mit bestimmter Sichtweite und so weiter. Das werden wir dann gleich sehen. Okay, gut. Jetzt, ich hasse es, ich habe es vorhin schon gesagt, die Rückspulfunktion. Ich nutze jetzt trotzdem einfach deswegen, zum einen, ihr seht sie dann und zum anderen, naja, dann habe ich sie zumindest mal benutzt. Ihr könnt, ja, bis zu bestimmten Stellen vor dem Crash oder was auch immer eurem Fehler zurückspulen und dann da einfach beliebig weitermachen. Das geht beliebig oft und eigentlich ohne Einschränkungen. Das Einzige ist eben, ihr kriegt, wenn ihr das nicht benutzt, die Rückspulfunktion einen Bonus noch in der Karriere. Und eben wie gesagt, vorhin bei den Mods gab es ja auch, auch einen Bonus dafür, wenn man diese Teile, glaube ich, nicht benutzt. Das Problem ist jetzt auch, ich kenne diesen Virginia-Kurs fast nicht. Ich habe den jetzt einmal gefahren in der Karriere und seitdem weiß ich gar nicht mehr, was hier Sache ist. Hoppla. Ja.
da habe ich jetzt ziemlich fies den Typen rausgeholzt. Das ist auch so eine Sache. Bei anderen Simulationen wie Project Cars hätte es mich jetzt auf jeden Fall hier rausgedreht. Aber man kann hier tatsächlich ein bisschen sich reindrängeln und ein bisschen bescheißen eigentlich. Und ich habe auch bisher kein Strafsystem gesehen. Es gibt bisher nichts, wo ihr bestraft werdet. Auch das Abkürzen der Strecke geht. Ohne große Strafe. Wer kommt das noch? Also ich will da jetzt nichts verschreien. So, jetzt haben wir langsam, kommt der Regen, der versprochene. Und ich muss sagen, der sieht echt gut aus. Der ist echt gut gemacht. Gefällt mir gut, auch mit dem Tropfen auf der Kamera drauf. Und nicht nur das, es wird auch noch dunkler. Also irgendwie das Rennen verläuft ein bisschen in die Nacht rein. Ich hoffe nicht zu sehr in die Nacht, weil die Teile haben natürlich kein Licht. Auch hier, auch schon komplett nasse Strecke. Vom Fahren her muss ich sagen, es fährt sich ein bisschen schwieriger auf Regen, aber es geht. Also es ist jetzt nicht so wild, wie... Ich bilde mir ein, im Vorgänger war das vor allen Dingen mit dem Pfützen ultra fies. Man ist sofort weggerutscht. Ich habe hier das Gefühl, hier ist es ein bisschen einfacher. Ich kann auch hier schnell aufs Vollgas gehen. Gut, der Wagen geht ein bisschen quer, aber ich kann ihn eigentlich immer relativ gut... Und ich sag's gerade, ich kann ihn relativ gut einfangen, sage ich noch. Und was passiert? Ich baue gleich Mist. Liegt aber auch daran, dass das Kommentieren tatsächlich ablenkt, Leute. Das jetzt klingt wie eine dumme Ausrede, ist aber tatsächlich so, wenn man vor allen Dingen bei Let's Plays kommentiert, dann lenkt einen das ab. Nichtsdestotrotz hätte ich natürlich ein bisschen mehr üben können. Aber man kann tatsächlich auch ein bisschen driften hier gerade. Es gibt natürlich auch Driftwettbewerbe, Beschleunigungsrennen, Überholrennen, alles mögliche. Also es ist schon einiges an Abwechslung geboten. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, wir machen das. Das machen wir jetzt nochmal. Kurz nochmal abgefangen. Auch sehr schön hier der Bodennebel, der sich hier teilweise bildet. Und diese kleinen Bodennebelschwaden. Und hier dieser verrückte Fahrer, der dauernd neben der Strecke fährt und nicht auf der Strecke. So, jetzt schalte ich aber trotzdem noch auf die Außenansicht, damit man noch ein bisschen was von außen sieht. Das ist nämlich auch ganz nice. Vor allen Dingen sieht man hinten, wie der Antrieb arbeitet. Das finde ich auch sehr schön. Ich mag solche Details bei Rennspielen. Das ist immer sehr, sehr, sehr geil. So, ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie der Streckenverlauf ist. Ah, okay, man sieht es auf der Karte ein bisschen. Und man sieht auch, wie der Wagen schön rutscht. Aber wie gesagt, ich möchte wetten, in Project Cars wäre der Wagen noch viel bockiger. Ui, ui, ui. Aber na, er lässt sich gut einfangen, auch auf Pfützen, es ist okay. Und das war schon das Rennen. Ach so, bin ich schon fertig. Achter Platz, das war ja mal total mies. Gut, jetzt muss ich zu meiner Ehrenrettung gleich noch ein Rennen machen, dass ich hoffentlich sauber fahre. So, als letztes zeige ich euch jetzt noch ein nettes Nachtrennen hier in Dubai, auf dem Yas Marina Circuit. In dem schönen GT Audi R8. Der auch extrem schlechte Sicht nach außen hat. Moment mal, da müssen wir gleich mal umschalten. Ah, das ist auch nicht besser. Beim Fahrverhalten merkt man hier auch gleich bei einem Rennwagen, jawohl, der fährt sich deutlich knackiger. Da kann man viel schärfer bremsen, man kann viel schneller aufs Gas. Aber er kann auch mal ganz schnell plötzlich viel, viel schneller abfliegen als ein Straßenwagen. Ups. Ich denke, die KI-Burschen, die
die rächen sich nur, weil ich zwischendurch in die rein crashe, aber umgekehrt crashen die auch in mich, dass alles aus ist. So, schauen wir mal oben auf die Motorhaubenkamera. Ich habe jetzt natürlich sehr, sehr vieles nicht gezeigt bei dem Spiel. Vor allen Dingen jetzt nichts an der Karriere. Es gibt auch noch Driver-Tare, also einen eigenen Fahrer, den ihr designen könnt, beziehungsweise in Rennen, mit Rennanzüge stecken könnt. Ihr könnt auch Rennanzüge freischalten. Die Karriere nochmal so ein paar Worte dazu zu verlieren. Ich finde die sehr motivierend, deswegen, weil man für jedes Rennen viel Zeug kriegt. Also man hat ja die eigene Fahrerstufe, man hat eine Sammlerstufe, man kriegt Bonusautos, also es motiviert eigentlich schon immer weiterzufahren, weil man immer nicht weiß, was man als nächstes kriegt, und das ist aber irgendwie ganz nice. Das war übrigens in den Vorgänger auch schon so, und wie gesagt, im Vorgänger ist das Ganze ja sehr, sehr ähnlich gehalten. Was mir gut gefällt, ist, wie gesagt, die Grafik. Ich muss jetzt sagen, hier bei Nacht ist es zwar nett, die Grafik, aber ich habe schon mal Besseres gesehen hier im Spiel. Also grafisch sehr, sehr nett. 60 Frames läuft das Ganze auf der Xbox One. In 4K soll das Ganze dann auch auf der Xbox One X laufen. Da bin ich auch schon richtig gespannt. Was mir nicht ganz so gefällt, muss ich sagen, ist das Fahrverhalten. Das muss ich vielleicht noch ein bisschen einstellen, aber es kann sein, dass ich das noch verbessern kann. Und zwar, zum einen sind mir zu viele Fahrhilfen drin, gut, das kann man einstellen, aber das Problem ist eher, viele Autos fahren sich zu ähnlich. Also ich habe so das Gefühl, ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich jetzt einen Straßen-BMW oder einen Straßen-Audi fahre. Fahrerisch ist das zu ähnlich. Das ist beispielsweise bei Project Cars 2 anders. Da muss man echt jedes einzelne Auto, das man hat, wirklich genau erlernen. Ansonsten ist man verloren. Das ist eben hier ein bisschen gnädiger, allerdings aber auch natürlich einsteigerfreundlicher. Ja, man kommt hier schneller zurecht. Und es gibt eine schöne Karriere, die einfach motiviert. Es ist einfach ein bisschen mehr noch ein Spiel, wirklich. Jetzt bin ich nur gespannt natürlich, wie sich Forza Motorsport 7 im Vergleich macht zu Gran Turismo Sport. Das kommt ja Mitte Oktober raus, und da bin ich mal gespannt, ja, was der eine besser macht und der andere besser macht. Bin mir nämlich noch gar nicht sicher, wer da wirklich der Favorit wird. So oder so sollte es aber jetzt ja eigentlich sowieso nur ein kleines Gameplay werden, hier von Forza 7. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Gefällt mir da lassen und auch ein Abo. Das ist natürlich auch sehr nice. Ich habe auf dem Kanal noch ein paar andere Rennspiel-Gameplays. Da könnt ihr auch gerne da mal reingucken. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Bis dahin.